Jetzt ist es absolut sicher, es gibt Wassereis auf dem Mond. Neue Auswertungen bestätigen direkt Funde am Nord- und Südpol. Die Absorption von Infrarotlicht zeigt, dass es an den Polen Unmengen von Wassereis gibt. Wie es gefunden wurde und was das für die Mondmission in Zukunft bedeutet, klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Und am Ende des Videos gibt es noch eine kleine Sensation. Wir krempeln nämlich YouTube um. Die Entdeckung von Wasser auf dem Mond ist eine lange Geschichte, denn selbst nachdem die Apollo-Missionen Gestein von dort mitgebracht hatten, vermutete niemand Wasser auf dem Mond oder gar sogar in diesen Proben. Doch weit gefehlt. 2010 wurde das Mondgestein nach Jahrzehnten nochmals untersucht und tatsächlich wurde Wasser darin entdeckt. Unter dem Mikroskop wurden winzige Einschlüsse in vulkanischem Glas und darin in gesteinsbildenden Olivinkristallen gefunden. Und schon 2009 entdeckte der Moon Mineralogy Mapper der NASA an Bord der indischen Sonde Chandrayaan 1 Wasser auf dem Mond. 600 Millionen Tonnen sollen es dort in tiefen Kratern am Nordpol geben. Demnach dort auf dem Grund, wo kein Sonnenlicht hinkommt, soll es als Eis existieren. Und im Juli 2017 wurden Daten der Sonde präsentiert, die sogar Wasser im gesamten Mondmantel nachwiesen. Und zwar in einer ähnlichen Konzentration wie im Erdmantel. Auch hier auf der Erde soll sich noch im Erdmantel, der von rund 70 Kilometern Tiefe unter der Erdoberfläche bis zu rund 2900 Kilometern Tiefe reicht, Wasser in der Menge der ganzen Ozeane befinden. Ähnliche Mengen werden dann auch auf dem Mond im Verhältnis zu seiner Größe zu finden sein, nur wäre es kaum zu gewinnen. Doch ein weiteres Experiment förderte im wahrsten Sinne des Wortes Wassereis zutage. Die NASA ließ im Oktober 2009 den LCROSS-Satelliten auf den Mond stürzen, er wirbelte 5 Tonnen Staub auf und darin befanden sich 6% gefrorenes Wasser. Eine nicht unbeachtliche Menge. Der Mond ist also, naja, richtig feucht, aber einigermaßen feucht. Und die Eisvorkommen an Nord- und Südpol, denn die neueren Untersuchungen haben jetzt auch ähnliche Vorkommen am Südpol bestätigt, sind dabei am spannendsten und können am leichtesten für Mondmissionen genutzt werden. Deshalb wurden diese Vorkommen jetzt nochmal analysiert und für beide Regionen bestätigt. Die Absorption von Infrarotlicht der Moleküle am Kratergrund entspricht genau der Signatur vom Wasser. Damit ist es jetzt wirklich sicher, es gibt auf dem Mond Wasser und zwar in erheblichen Mengen, das auch in solchen Mengen vorhanden ist, dass es für zukünftige Mondmissionen genutzt werden kann. Damit würden Mondmissionen viel einfacher werden. Statt Wasser mit dorthin zu nehmen, könnte es dort gewonnen werden. Der Effekt: geplante Missionen werden viel billiger, weil weniger Wasser und damit auch weniger Treibstoff benötigt wird. Ein Riesenschritt für die Planung künftiger Missionen. Die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, hat ja bereits mit den Planungen begonnen und diese Erkenntnisse werden diese Planung erheblich vereinfachen. Und auch die Amerikaner wollen wieder zum Mond, genauso wie die Russen und die Chinesen. Der Wettlauf hat also wieder begonnen. So, und jetzt kommt es. Wir machen Klickzoom werbefrei. Keine Pre-Rolls mehr. Und ihr könnt das, naja, fast Unmögliche möglich machen. Denn ohne euch geht es nicht. Immer, wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor jeweils einem Video im Monat ab, bis es vor keinem Video mehr Werbung gibt. Werdet also Mitglied hier unter dem Video und bekommt noch exklusive Extra-Videos, exklusive Livestreams und noch ein paar weitere Privilegien. Einfach hier unter dem Video auf Mitglied werden klicken. Tausend Dank an all diejenigen, die schon dabei sind und das möglich machen werden. Werbefreies Klickzoom, das wäre doch wirklich mal der Hammer. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich übrigens bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die bei einigen etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video. Einfach hier draufklicken. Und hier, da unten geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Menschen sollen auf dem Mond siedeln. Bis dann. Bleibt dran.